Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode von Pathfinder Kingmaker. Machen wir gleich mal einen Save. Wir befinden uns in einem zerstörten Wachturm. Ich dachte eigentlich, das wäre was, was man einnehmen kann, so für. Aber es ist ein eigenes Kartenstück. Bin schon gespannt, was uns hier erwartet. Was ist eigentlich mit dir? Also tödliche Kampfhaltung. Schon Angst. Boom. Sollten gleich mal wieder die ganze Karte erforschen, wenn es geht. Torak-Anhänger. Sehr schön. Gold brauchen wir jetzt wieder, indem wir uns ausgerüstet haben mit Heiltränken. Dafür fühle ich mich da jetzt wieder sicher. So, wir schauen lieber mal die ganze Karte. Auch neben der Straße an, bevor wir weiter zur Straße gehen, wobei das hier schön Pflaster, das gefällt mir sehr gut hier. Ein Hund. Ich glaube, dieser Hund hat Wache gehalten. Was ist hier zwischen den Pflastersteinen der alten Steine? Wuchert Gras, okay. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Wohl nicht. Warum ist eigentlich Harim jetzt ganz hinten? So, weil ich ihn kurz ausgetauscht habe. Immer noch immer seine Sachen. Sehr gut. Was ist Harim eigentlich für? Er ist ein richtiger Kleriker, das ist sogar so besser von dem her. Aber sollte ich jetzt fragen? Chaos, gotisch neutral. Okay, und der andere war neutral gut. Naja, gut. Natürlich schon sehr nahe zum Bösen, aber in die Noki. Mein Wuffi ist wieder da. Das wohl eine Falle ist. Du folgst dem seltsamen Wolf und besteigst den Hügel. Dort kauert ein dunkelhäutiger Mann unter einem ausladenden Busch. Der Wolf läuft auf den Mann zu und setzt sich winselnd neben ihn. Wen hast du denn da mitgebracht? Fragt der Mann der Wolf. Verschwinde, Hund, du wirst hier nicht gebraucht. Er hebt den Arm, als wollte er den Wolf schlagen, aber das immer noch winselnde Tier weicht ihm nicht aus. Der Mann senkt den Arm, ohne den Schlag auszuführen. Als sich der Mann aufrappelt, siehst du, dass die rechte Seite seiner ledernen Beinlinge blutgetränkt ist. Er ist sehr kräftig und hoch aufgeschossen. Als er auf seinen Bogen gelehnt vor dir steht, zittert sein verletztes Bein leicht und die rechte Seite seiner Beinlinge färbt sich erneut rot. Nichtsdestotrotz lässt sich der Mann seine Schmerzen von seinem angespannten Gesichtsausdruck abgesehen nicht anmerken. Ekundayo. Ekundayo, sagt der Mann, schaut dir geradewegs in die Augen. Wow, sounds like a spell. Klingt wie ein Zauberer. I guess you were wrong. This is his name. Ich nehme an, ihr irrt euch, das ist sein Name. No way. Dabei verdreht die Augen und gibt sich sarkastisch. Nein, wer hätte das gedacht? It is so. Ist aber so. Boah. Ich bin Aldrich, ich bin Baron dieser Gefilde. Freut mich, euch kennenzulernen. Ecken for decent ones. Der Mann nickt. Kun für meine Freunde, sagt er. Sind wir Freunde? Ihr blutet, wir müssen euch zusammenflicken. Der Mann starrt sein Bein an, als würde er zum ersten Mal sehen. Ich bin schon zusammengeflickt, antwortet er schließlich. Diese Wunde bringt mich um, bringt mich nicht um. Ihr seid nicht aus dieser Gegend, oder? In den Augen des Mannes scheint ein gesunder Humor aufzublitzen. Aber sein Gesicht bleibt reglos. Hat mich der Name verraten oder meine Hautfarbe? Ja, ich bin fern von hier geboren und aufgewachsen. Warum winselt euer Wolf? Der Mann wirft dem Wolf einen Blick zu, der ihn immer noch anstarrt. Ist nicht meiner. Ja, wir sind Freunde. Was macht ihr hier? Sitzen, warten, jagen. Wer kann...
Wer? Kann ich euch helfen? Kneift die Augen zusammen und atmet laut Schokas. Habe eure Neugier geweckt. Geschieht mir recht. Fangen wir nochmal neu an. Wir nehmen Ekondayo. Ekon for decent ones. Used to be a carpenter in the Bristle Hill Village. Trolls attacked. Killed everyone. Oh, das sind wir wieder bei den Trollen. We'll show them. That was a mistake. Mein Name ist Ekondayo. Meine Freunde nennen mich Ekon. Ich war Zimmermann im Bristle Hill. Dann kamen Trolle. Haben ihn alle getötet, um mich nicht. Ekon spricht mit distanzierter Stimme und fixiert einen Punkt über dir. Werde ihnen zeigen, dass das ein Fehler war. They all deserve death. Kargard most of all. Rock Troll. He led them. Sie verdienen alle den Tod, vor allem Kargard. Ekon verzieht das Gesicht, als hätte er Zahnschmerzen. Felstroll. Er war ja Anführer. Wie wurdet ihr verwundet? I've been hunting trolls until they have hunted back. The wound can't stop their hunting. Just slows it down. Habe Trolle gejagt, bis sie den Spieß umdrehten. Ekon zuckt mit den Schultern. Die Wunde hält mich nicht davon ab, sie zu jagen, macht mich nur langsamer. Wie kann ein einfacher Zimmermann Trolle jagen? You were not always a Baron. Here, I was not always a carpenter. Nothing to lose anymore. Ihr wart nicht immer ein Baron und ich war nicht immer ein Zimmermann. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Wusstet ihr, dass die hiesigen Trolle neuerdings keine Angst mehr vor dem Feuer haben? No, didn't. Fire arrows couldn't murder them. Now I know the reason. Had no chance here. Can see it now. Ekons Gesichtsausdruck ist schwer zu deuten, aber er scheint überrascht zu sein. Nein, eben nicht. Feuerpfeile konnten sie nicht töten. Jetzt weiß ich auch warum. Er beugt sein verletztes Bein. Hatte keine Chance, das ist mir jetzt klar. Warum sitzt sie auf diesem Hügel? Troll feet often followed this path. Can't hunt them anymore. That's why I wait. They will come here eventually. Trollfüße sind oft diesen Weg gefolgt. Er starrt auf seine Wunde. Kann sie nicht mehr jagen. Deswegen warte ich. Irgendwann werden sie kommen. Ich jage die Trolle ebenfalls. Wollt ihr euch uns anschließen? Ekons Gesicht wird etwas ruhiger. Es scheint sich über dein Angebot zu freuen. We'll mark on your map all the places where troll feet tread the land. Cool. Troll's lair must be somewhere nearby. Ich markiere auf eure Karten alle Stellen, wo ich Trollspuren gefunden habe. Das Versteck der Troll muss dort irgendwo sein. The Super. Spirit is strong, but the body falters. We'll follow you wherever you need, but this wound must be tended by healers in the capital. Don't want to burden. Der Geist ist stark, aber das Fleisch ist schwach. Ich folge euch überall hin, aber diese Wunde muss von den Heilern in der Hauptstadt versorgt werden. Will keine Last sein. One more thing, before we go. Troll feet tread this path often. Would like to stay here until they appear. Eine Sache noch, bevor wir aufbrechen. Ekon deutet auf das Tal am Fuße des Hügels. Trollfüße gehen oft diesen Weg. Würde gerne bleiben, bis sie kommen. Okay. Im Hinterhalt bleiben, das ist ein perfekter Ort für den Hinterhalt. Warten wir. Kampf gegen Trolle. Würde man gern anschauen. Aber ich kann leider nicht verwenden jetzt. Yes, I'm still here. And Lindsay was called for. Running wild! Your life ebbs low. This won't kill me. Ach du Scheiße, jetzt habe ich alles geredet und sie stirbt. Wäre vielleicht ein Bogenschütze, wenn der noch da ist, probieren wir ihn aus.
nicht speichern, weil ich will jetzt nicht nochmal speichern. Büschen liegen einige abgenagte Knochen. Ist der eine nicht mehr da? Onwards. Eigentlich nicht, dass Amiri stirbt. Ein Bogenschütze wäre cool irgendwie zu haben. Sie zwei tanken alles und die Bogenschützen hinten. Muss ich leider nochmal alles machen. Das ist ärgerlich. Vor allem, weil man... ich hätte speichern können, ich bin ein Trottel. Ich habe nicht gerechnet, dass die Trolle so ein Problem sind. Aber in dem Spiel hätte ich schon wissen können, dass es dauernd ein Problem ist. Aber okay. Diesmal werden wir vorher speichern. Also Moment, da gibt's ja was. It is done. Tun wir uns schnell. Weil ich will schauen, was der Charakter kann. Vielleicht gucke ich statt Samiri. Wow. Speichern das Ganze jetzt mal. Und ich werde Samiri, es tut mir leid, absichtlich all deine Sachen wegnehmen. Und ich will jetzt mal testweise den nehmen und schauen, was der kann. Wenn der nichts kann, habe ich vorher abgespeichert. Haben wir nur etwas Zeit verloren. So. Whom you brought? A goon. Well, I guess no, it is so. Ecken for decent ones. Patched up already. The name, not mine. Sitting. The names, they are. Wait. I am. Ich hab zu schnell gedrückt. Impossible to crush Kargad if alone. Still could murder him if not alone. We'll mark on your the spirit. One more thing before we go. Troll feet. Dankbogen plus 1. Ein Ranger, ein Waldläufer ist er. Rechtschaffen, gut. Amiri, tut mir leid, aber ich glaube. Ich glaube fast, ich werde mit ihm weiter mal ziehen. Wirklich, weil dann habe ich drei Fernkämpfer und drei Nahkämpfer, wobei der Priest jetzt nicht der ultimative Nahkämpfer ist, aber es ist vielleicht wirklich fast besser. Er hat einen mittelschweren Wunden heilen. Schwere Wunden heilen. Und dann geben wir ihm noch Sensorfiole. So, Bogen plus 1 ist schon mal ziemlich cool. Dann gebe ich ihr nämlich das Dings weg, weil sie schießt so gut wie nie mit dem Bogen. Gebe ich ihm noch die Armschienen. So. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, dass wir das machen. Dann bitte heil du ihn mal. Oh.
cool, das ist sogar der Hund auf unserer Seite. Ready and willing. Kann er das vielleicht? Schnelles Schießen. Machst du einen vollen Angriff mit deiner Fährme, kannst du ihn in dieser Runde mit einem höchsten Bonus auf einmal schießen. Verwendest du schnell. Hast du mal so mit so auf allen. Okay, aber dafür kannst du schnell schießen. Lange Schritte. Okay. Aspekte sind in Kompetenz plus 3. Bartig, sehr beweglich, okay. Gut. Outdoor adventures are good for skin and body shape, but they just ruin the hair. So, dann speichern wir das. Neue Gruppe, neues Spiel. The end draws near. Anything is possible. I grant you death. Can you make an epic pose? I need inspiration. Ich hab den Hund getötet. Schweine. Ich kämpf die Wette mit Defensiv. Das gefällt mir sehr gut. Und sogar leichte Wunden dabei. Nice. Cool. Ja, nice. Und wir haben sogar die Quest, um den Trollkönig oder den Anführer zu töten. Vielleicht ist der auch der Grund, warum diese Trolle da so sind, wie sie sind. Wobei ich da glaube, dass der Magier da was denkt, steht da ein böser Priester. Vielleicht noch kurz Zauberbuch hat der. Ah, oh, er hat sogar Zauber. Orkanbogen. Man könnte sogar das immer machen. Fügt das aus. Könnt sogar zweimal Lokalbogen. Könnt da nochmal Lebensenergie. Könnt auch leichte Wunden heilen. Nein, ich gebe ihn zweimal Lokalbogen. Das ist ja endgenial. Was haben wir so? Ja, ich habe jetzt nur geschaut, ob die zwei vielleicht was können. Ich glaube, da müssen wir nach raus dann gehen. Ah, das ist ja geil. Dann ist ja der noch stärker. So. Wir. Ah, Moment, das muss ich jetzt natürlich neu einstellen. Klar natürlich, dass er Jäger ist. Ach so, wenn wir keine zweite Wache haben, glaube ich, deswegen ist sie. Na, wir lassen es jetzt mal so. Und. Okay. Und machen Ruhepause. Does it matter? Yeah.
fight wasted. I heard that somewhere in other lands, there live kobolds with golden scales. You know, just because you heard it in a song, you know, you can't trust all the bards, Ekin. Some of us get carried away and just say whatever sounds good. But of course, I myself always mind what I write. Ja, sehr cool. Der Hund ist anscheinend immer dabei. Automatisch. Auch nichts. Auch sehr cool. Nicht schlecht. Dann geben wir uns mal wieder auf die Straße. Aber mir gefällt das schon wirklich gut, so jetzt es ist. Schau, also Miri, die war schon stark und so weiter mit ihrer Waffe, aber irgendwie macht das fast Sinn, einen Fernkämpfer mehr zu haben, vor allem der schnell viel Schaden macht. Und der kann jetzt da kommen, Bogen. Kräuter nehmen wir doch gerne mit. Was liegt hier? March on! Look ahead! Okay. Gelinzi! And then our leader charged forwards! Hey, wait for me! Serves you right! Consider me provoked. Repent. Cannot hide from me. You deserved it. Nowhere to run. Any last wishes? You out of our story. I came true. Nice, wie der Cleric mir einen Hund gemalt. Ja, nehmen wir mal alles. Es war eine Falle von Banditen. Haben wir eigentlich noch gut überstanden. No stopping now. Eine Rupstenmauer verfallen, brüchig, okay. Okay. What the fuck? Das nicht geschafft haben, sterben gleich alle halb. Okay, dann bevor wir darauf gehen, gehen wir mal, schauen wir sich mal alles andere an in der Karte. Vielleicht heilen wir auch. Everywhere I go, all hangs over everything. I wrote it like I saw it.
Let's finish them quick. Wilder Wolf, Trollhund, Your life ebbs low. This is for you! Trollhunde und auch so immun gegen alles. Gefährlich. We can do it! Now, the beginning of the hunt. Mach doch gleich ein Magic Missile rein und der Gute. I grant you death. Cannot hide from me. Super, dass sie mir die Säue spritzelt und das ist praktisch. Check that out. I did as you asked. Bitte eine Zwergenhelm, Person festhalten, Feuerball. Keine schlechte Beute. It is done. Fast sagen, wir speichern sicherheitshalber. Ah, die Gruppe ist jetzt gleich nochmal viel stärker durch ihn, das ist echt geil. Und der Hund zahlt sich auch voll aus, also toll. Wirklich cool. My search was not in vain. Nice Goldmine. Follow me. Wie gesagt, wir erforschen mal alles, aber ich will in den Turm darauf auch, also wenn das geht. Müssen wir nochmal probieren, ob wir jetzt ungeschickt sind. Galwert, Allig, Itzgar. Okay, was ist hier? Ein riesiger Jahrhundert, als sie ist wahrer Koloss, der den Lauf der Zeitalter auf luftiger Höhe verfolgt, okay? Du siehst Reborn, einen alten Eicher, die sich lautstark unterhalten. Ich hab's gefunden. Was, wo, zeig es uns. Ah, da ist es doch nicht. Ich hab mich geirrt. Verdammter Baumstumpf. Der Mann schlägt mit der Faust gegen den Baumstumpf. Zug zusammen, massiert sich seine Hand. Also gut, stimmt euch dagegen. Ich kann das Gold schon riechen. Wer seid ihr? Was geht hier vor? Die Männer springen auf und stemmen sich mit den Rücken gegen den mächtigen Stamm der Eiche. Sie lassen dich keine Sekunde aus den Augen, während sie flüstern die Köpfe zusammenstecken. Du verstehst nur die Worte Baron und Schatz. Wir kommen aus dem nahen Dorf, My Lord, antwortet der Mutige von ihnen. Während die anderen zusammen zustimmen nicken, wir wollen diesen Baum fällen. Seht ihr? Der Winter naht, wisst ihr, wir brauchen Feuerholz. Fügt den zweiten Mann hinzu. Vielleicht können wir aus dem vierten vielen Holz sogar ein Boot zimmern. Hör auf damit, er hat uns gehört, murmelt der dritte Mann mit Windische. So viel zu unserem Gold. Ihr habt nichts zu befürchten, erzählt mir einfach alles. Wir suchen hier nach Gold, mein Lord. Ein fahrender Bade hat die Nacht in unserem Dorf gebracht und uns Geschichten von großen Kämpfen und Barbaren erzählt, deren Häuptlinge mit ihren Horden vor langer Zeit durch diese Gefilde zogen. Am Ende sagte er, er wüsste, wo einer dieser Häuptlinge begraben ist und versprach uns, das Grab zu zeigen. Wir haben ihm 2 Goldstücke bezahlt. Er wollte 3, aber wir konnten nur 2 auftreiben. Er hat uns das Grab aber trotzdem gezeigt. Barbaren, sagt ihr, wenn ich mich recht an ihre Gewohnheiten erinnere... Jawohl, dir fällt ein, dass vor langer Zeit Barbaren schön durch diese Länder streifen. Da wär's natürlich Amire sicher nett gewesen. Und diese Barbaren haben ihre Häuptlinge mit allen ihren irdischen Besitztümern in Steinhügeln bestattet. Allerdings sind alle bekannten Steinhügel weit im Osten oder Nordwesten. Ein Dorfbewohner wartet ungeduldig auf deine Antwort. Die Wahrheit ist, der Bade hat euch belogen.
Was, wie fern? Weil wir zu wenig bezahlt haben und der wütend war, ich hab's dir gesagt, sei nicht so gierig, hab ich gesagt, leer deinen Stiefel aus und was hast du getan? Ich weiß, in welche Richtung er gegangen ist. Er ist nur ein halber Tagesverspiel, wir könnten ihn immer noch einholen. Fallen um, vor ihm auf die Knie, leeren unsere Tasche, wenn es sein muss, aber er wird uns vergeben, denn er verriet uns gut, der Schatz wirklich ist. Gehen wir los. Was für dumme Bauern. Riesiger Baum. Dann kann ich dann vielleicht mit diesen, was ich da gelesen habe, der Magier hat, glaube ich, ja so komisches Dings, was irgendwas mit Bäumen machen kann. Weiß nicht, ob man hier was zaubern kann oder so oder machen kann. Ja. Let us strike as one! To victory! Das ist jetzt ein bisschen gar viel. Banditenwandler, Banditen. Nowhere to run. I aim true. This is where I step in. Ja, sehr gut. Okay. I can't keep this up much longer. I'll fight if I have to. Problem ist, so schnell kann ich gar nicht heilen, wie sie jetzt. Suchen wir mal, ich nehme das. Healing. You can't stop me. I die. Free. Lost. I grant you death. Consider me provoked. Scheiße, jetzt kann ich wahrscheinlich nochmal alles durchlaufen. Fuck, warum sind die Waage so stark, weil es so viele sind? Aber ich mach da einen Feuerball runter. Ach Gott, das ist immer so ärgerlich, wenn man so stirbt. Okay, so viel habe ich eh nicht. Nur dieses Gespräch mit dem. Hier war es nicht sicher ein Schatz. So, speichern wir mal. Dann werden wir nämlich einen Feuerball da runterjagen. Ready and willing. Finish them quick. Wow.
Okay. Könntest du den zweiten Fireball Scroll? Oder mach ich noch einen? Wow, was halten die Vieh aus? Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Das Spiel ist so brutal in dieser Schwierigkeitsstufe. Und das ist nicht mal die schwerste Schwierigkeitsstufe. Ich war komplett fit und die Wahl kommen her und töten mich einfach. Das wird das Einfachste. Hier! We can do it! Let us strike as one! I grant you death! Cannot hide from me. I can't keep this up much longer. And will be. Definitely will be. Please. I won't give up. A miserable. Long searches of my family. Do not falter. I require you. Please try. Psst. I'm wounded. Can it be the end? Unglaublich, wie stark die sind. Das ist schon wieder so ein Kampf, wo das Video jetzt extra lang dauert. Aber das will ich schaffen. Das ist jetzt wieder eine Herausforderung. Bringe auch sicher ordentlich Erfahrungspunkte. Adventures call to them. I wrote it like I saw it. Ich weiß halt nicht, ob Lindsay eventuell. Auch ein Feuerball schafft. Just letting the ink dry.
Here! Ja, links jetzt nicht funktioniert. I grant you death. You right. Du nimmst sicherheitshalber gleich einen Plan. So lächerlich! Das ist so lächerlich! Ich finde, dass ich jetzt alles richtig gemacht habe. Und dann schlagen mich die sofort nieder als... Ich werde jetzt versuchen, zwei Feuerbälle auf einmal zu schleudern. Ich werde Lindsay die Rüstung ablegen, damit sie auch einen Feuerball sprechen kann. Adventures call to them. What's the hold up? I'm not afraid. Sie hat's wieder nicht geschafft. Warum, Lindsay? Warum bist du nur so eine Flasche, wenn es um sowas geht? Jetzt ist eine Beide gelungen. Okay. Natürlich jetzt weniger optimal gerade. Ah, jetzt kann sie im Kampf nichts anlegen. Can do it. Let us strike as one. I grant you death. My path, I have an end.
was für ein harter Kampf. Das Blöde ist, hätte Lindsay vorher den Feuerball, das war eigentlich, sie hatten zum ungünstigsten Zeitpunkt den Feuerball geschafft. Sie hätten gleich beim ersten Mal schaffen müssen. So habe ich alle getötet und konnte kein weiteres mehr machen. Ja, Lindsay, das war deine Schuld. I wrote it like I saw it. What's the hold up? Ja, es ist durchgegangen, Gott sei Dank. So. Feuerball. Lindsay. Sie macht's mit dem Stab. Max, gleich mal das. I grant you death. Du. Ja, Max, noch gar nichts. Du bist geheilt. We can do it! Ist die immer noch so viele Leben? Ich glaube, ich mache einen Feuerball. Und dafür trinken. Gibt's ja nicht. Cannot hide from me. Serves you right. Hey, can somebody help me? I won't give up. This spell's not supposed to work like that. Ah, der stirbt. Problem ist, wenn ich jetzt einen Feuerball reinmache, ja, sterben alle, was soll's. I'm wounded. Ouch. I die. My path at an end. I see the faces of my family. Das ist eine Episode wieder. Ist der Kampf nicht zu schaffen? Ich
werde Lindsay gleich zur Feuerwelle geben. Aber gleich alle drei. Muss doch schaffbar sein. Ich will so viele Feuerbälle wie möglich nur in die reinjagen. So. Muss natürlich gleich mal der erste Feuerball gelingen. Ready and willing. Das war nicht gut. Ach Gott, der Zauberstab tut sofort auslösen. Aber gut, okay. Oh Mann, und das nur wegen ein paar Wachs. Aber ich will das schaffen. Wo ist denn Lindsay wieder? Ja, wo stehst du eigentlich so weit hinten? Hier! Perfekt. Er hat richtig gut gesessen. Jetzt versagt Lindsay wieder. I grant you death. Natürlich ist der Alpha Walk jetzt da oben. Es sind dumme zwei Walks. Serves you right. Cannot hide from me. We can do it. Na. Also die Taktik funktioniert, aber natürlich stirbt sie jetzt gleich so. Warum muss auch ein Alpha-Worg oben jetzt sein? Er war immer unten. Oh, aber die Taktik funktioniert. Wenn die jetzt nicht gestorben wäre, sage ich, hätte ich das, wäre das schon geschafft. I wrote it like I saw it. Und ich kann schon wieder laden. Mein Gott, die Lindsay, wie oft die Zauber verkackt, ist unglaublich. Es ist halt, sie ist halt kein Magierin, man darf eh nichts vorwerfen. Aber es ist halt, genau in diesem Moment darf das nicht passieren. What troubles you? Hmm?
gehst da oben hin. Alrik stellt sich dahin. Er stellt sich dahin. Priest stellt sich dahin. Du stellst dich daher. Du stellst dich daher. Und du stellst dich daher. Du magst Feuerball da, du magst Feuerball da. Du magst Feuerball da, du willst einen schönen sterben, du magst Feuerball auch so. Tavia. Ist mein Leben noch so viele, um Gottes Willen. Vorher hatte ich nur mehr zwei. Diesmal haben urviele überlebt. Und wenn dieses Video 3 Stunden dauert, ich schwör's euch, ich mach das so lange, bis die tot sind. It is done. Anything is possible. What's the hold up? Du Hure! What troubles you? Hier ist der Zauber misslungen. Was magst du, blöde Kuh? Was magst du, blöde Kuh? Much longer. Alter, wie oft die schon Zauber hat, das ist mir nicht wurscht. Don't take wasted.
Also jetzt fickt's gerade die Linz so richtig hart hier. Was ist denn jetzt? Bin gar nicht angekommen. Boah, bin ich in Rage-Mode. Was ist das für ein Scheiß? Das nicht schaffe. Adventurers call to them. What's the hold up? Die haben gesessen. Was machst du da vorne, du Food-Lerperl? Ich sehe schon wieder der Feuerball misslungen. Wieder nicht geschafft. Wird wieder sterben, weil es nicht geschafft. I won't give up. Ouch. Ich komm schon, ich will das schaffen. Warum ist das so möglich? Dieser Alpha-Bug ist stark, aber vorher, da, wo die blöde Kuh gestorben ist, das Octavia, da hatte ich, das wäre easy going gewesen. Und seitdem kein einziges Mal mehr. Warte, jetzt schlafe ich auch noch. Damit auch er noch sein extra Spells hat. I still remember that elk you downed. Will jetzt nicht. Wehe, mich überfallt dir. Sehr unglaublich, wirklich, wie gefährlich die sind. Just letting the ink dry. What's the hold up? Und Food Lappal hat es wieder nicht geschafft, einen Zauber zu wirken, wenn man ihn braucht. Weißt du, wenn sie ihn einfach schaffen würde, die Lindsay, wäre es überhaupt kein Problem. And Lindsay was called forth. I won't let you back. Ja, jetzt war ich selber ein Volltrottel. Statt dass ich Pause mache, glaube ich einfach, ich kann's. Was ist nur mit mir los? Aber warte mal, ich mache jetzt gleich noch ein paar sinnvolle Sachen. Lade schneller! Charge! Nicht sinnvoll. Das ist wieder zu weit.
Okay, ich kann die Buffs sehr stark machen. Ich dachte, ich kann die Buffs voll machen, aber nein, geht natürlich nicht. Da müsst ihr jetzt nochmal rauf in das Wild. I wrote it like I saw it. You can count on me. Naja, schon so spät, aber ich glaube, ich habe noch getroffen alles. Vinzi, du musst deine Sprüche schaffen. Die hat's wieder nicht geschafft, die Fotze. Sie hat's wieder nicht geschafft, die Fotze. Jetzt mal geschafft, die Fotze. Boah, da kommen noch mehr. Sie hat es wie immer nicht geschafft. Was machst du, Vollmongo? Okay, da Lindsay zu dumm ist, es zu schaffen. Und die jetzt gerade den ganzen Feuerballspiels verbraucht hat. Alter, wann sterben die endlich? Also mehrere Alpha-Wölfe, okay. Es sind zwei Alpha-Wölfe und ein wilder Wurg. Ich mach jetzt mal. Serves you right. Das ist nicht gut, die Bastion wird nicht fallen. We can do it. What a miserable last chapter. I grant you death. Ah!
dass der nicht eingeht endlich. Okay. Alrik, was ist los mit dir? Cannot hide from me. Gott sei Dank, wie schafft es. Let us strike as one. Wir haben's geschafft! Woohoo! Ja, Level Up, den haben wir uns verdient. Boah, ich weiß nicht, wie viel Feuerbälle ich da rausgenagt habe. Lindenstück. Boah. The end draws near. Was für ein epischer Kampf. Unglaublich. Aber wir haben es geschafft. Und das ist das, was ich meine. So, Lindsay, du kannst das jetzt wieder anziehen. Wenn man es schafft, dann fühlt man sich, als hätte man, keine Ahnung, den geilsten Sieg ever gemacht. So ein Festhalten, why not? Boah. Mal gleich speichern, aber die Episode ist super extra lange, aber ich bleibe jetzt trotzdem noch dran. Das habt ihr euch verdient für alle, die so lange zugeschaut haben. Ich mache jetzt noch Level Up. So, fangen wir mit Alrik an. Stufe 6 Kämpfer. Athletik. Wissen, wählen, überzeugen. Ich kann wieder was Neues. Kernschuss brauche ich nicht. Schussschild. Du musst einen Schild tragen und das ist deine Ausdauer. Harte Bedingungen. Vorteil, du erhältst einen Bonus von plus 2 auf Athletik und einen plus 4 auf Zähigkeitswürfel gegen Erschöpfung und Entkräftigung. Ausweichen. Du erhältst einen Ausweichplus und deinen Rüstungskreisen Zustand, den du durch den liest. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine aktive Angriff ist oder ob man das passiv verwenden kann. Ja, das kann ich nehmen ausmanövrieren und das gebe ich ihr auch. Dann bekomme ich plus 4 Angriffswürfe. 70 HP. Dasselbe machen wir mit Valerie. So. Level 6 Fighter. Du. Und auch ausmanövrieren. So, Harim, Kleriker, yes,
Wissen, Religion und Wahrnehmung. Gleich mal aufs Zauberbuch. Da kann ich ins Meer. Weil Heilung habe ich jetzt dann eigentlich eh schon genug. Ah, das kann ich nur einmal Domänenblitze. Oder? Ah, ich könnte es auch so. Ich könnte es natürlich mehr Schaden machen, wenn ich das möchte. Natürlich auch mit mittelschwere Wunden, wo es wobei das Stärke ist. Na, 36, 2, 8, naja gut. Schon stärker irgendwie. Ah, da ist das teilweise Genesung wieder. Ja, das nehme ich einmal. Schadet wirklich nicht. Und, okay. Kann ich auch ein Meer. Genau, Magie. Bahnen, was für das andere? Wut mit den Zoll. Tote beleben, erweckt endlich besser. Okay, man könnte hier sozusagen nochmal Verbündete nehmen. Oder Monster Beizer und 3 Explorer-Wölfe. Ja, auch nicht schlecht. Das. Sorry. Sonst darf ich sonst eh nicht herbeirufen, teilweise Genesung. Geht zum wirklich fast so einen Wolf oder so herbeirufen. Würde helfen, oder diese Toten beleben. Er ist ja eher so der Necromant Priest. Gute Frage. Probier's mal mit dem Monster herbeirufen. So, dann Lindsay. Sorry, dass ich dich angeschrien habe, Lindsay, aber es war echt hart daneben. Ah, du bist ja auch nur ein Bade. Okay, nur, du bist ein Bade und kein Magier. Du kannst so vieles. So schlau. So, was kann man dir da geben? Ich möchte, du bist beim Bogenschützen. Schnelle Heimlichkeit ist schon cool, aber erhält ein Bonuskampftalent. Also du hast ein Plus auf alle Würfe im Zusammenhang mit der gewählten Fertigkeit. Fertig. Wäre eigentlich schon mal toll, wenn sie mir magischen Gegenstand benutzen könnte. Ich nehme das. So. Wieder einen zweiten Grad. Spielbilder habe ich eigentlich auch noch nie. Ich könnte heilen nochmal extra. Unsichtbarkeit könnte Monster beizaubern. Eure Hunde. Heldenmut. Dieser Zauber wird ein einziger und der Schlaf und Moral. Heldenmoral plus Moral und Moral.
werde auch sein Monster dazu nehmen. Immer ein kleines Elementar. Im ersten. Ich hätte mich auch entscheiden können für da wahrscheinlich. Okay. Ist in Ordnung, Lindsay. So, Octavia. Magie 5. Weißt du, ihr Schurke auch bist. So, was kriegst du? Magischen Gegenstand benutzen, ganz wichtig, ja. So, was magst du? Das kann ich nicht nehmen. Mächtiger Zauberfokus, Universalist. Was bringt das? Deine Zauber haben den maximalen Vorteil, alle durch diesen telemodifizierten variablen numerischen Effekt deines Zauber werden. Zauber Spezialisierung. Wenn so auswirkt zu diesem Zauber, ist er mächtiger als normal. Hast. Kann ich noch nicht aussehen, oder? Wow, weil verbesserte Hass wäre Wahnsinn. Ganz kurz zwei Zauber. Ich mache ich zweimal Hast. Oder einmal Feuerball auch dazu, Blitz, ja auch nice. Bestiengestalt, Gemälde, jeden Monat. Pyrrhic Touch. Also entweder zweimal hast du deinen Feuerball dazu. Feuerball dazu. Aber hast ist super. Führt eine mit Hass belegte Moment mal. Die Verwandlungskreaturen agieren und bewegen sich schneller als normal. Führt einen Hass belegte einen vollen Angriff aus, hat sie einen Zusätzlichen mit ihrer Hauptwaffe. Mit Hass belegte einen vollen ja, ein Wahnsinn. Und für diesen Moment, da kann ich sogar einen Favoritenschulenplatz nehmen. Das ist wahrscheinlich nur. Oder? Ja. Ich nehme da jetzt auch einmal. Cool, ich kann sogar einmal Spinnennetz. Hast kann ich. Jetzt könnte ich sogar entweder zweimal hasten, aber ich nehme lieber zwei Feuerbälle. Nice. Toll. Also der Kampf war super hart, aber das Level Up hat sich ausgezahlt. Waldläufer Level 6. Athletisch, heimlich, Wissen, Naturwahrnehmung. Können wir eines noch steigern? Die Wirklichkeit. Bogenschütze. Kernschussmeister. Okay, Kämpfer Stufe 4. Mehrfachschuss. Machst du einen vollen Angriff mit deinem Bogen, verschießt den ersten Angriff zwei Pfeile. Trifft der Pfeil, finden beide Pfeile ihr Ziel. Wow.
So, der Präzision, okay, den kann ich hin. Na, dann nehmen wir dann mehrfach Schuss. Alles einsammeln. Einen magischen Umhang. Es ist den zum Hang plus 1, das haben eh schon alle Umhänge. It is done. Und die längere Episode wird noch länger, denn ich möchte zumindest jetzt noch sehen, was. Ein magisches Beil. Okay, jetzt müssen wir die Episode wirklich beenden. Und Stein. Beschlagenes Leder, ein magisches. Eieiei, Kinder. So, jetzt wir beenden das Ganze hier. Ich hoffe, die Episode hat euch trotzdem Fluchen sehr stark Spaß gemacht, so wie mir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Pathfinder Kingmaker. Ich bin's, euer Knupson. Und wie immer, nach dem Speichern kommt das klassische Bye-bye. Oh, nein, kommt noch nicht, denn das tolle Spiel lässt mich nicht raus.